Die Venus. Sie war früher wohl mit Ozeanen bedeckt, die zwischen 9 und 350 Metern tief waren. Auch im Boden des Planeten war Wasser eingeschlossen. Auf der Venus herrschten sogar mal konstante Temperaturen von 20 bis 50 Grad Celsius. Recht angenehm eigentlich, so ähnlich wie heute bei uns auf der Erde. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass die Venus 3 Milliarden Jahre lang bewohnbar gewesen sein könnte, bis sich vor 700 Millionen Jahren alles unwiderruflich verändert hatte. Heute ist sie also nicht mehr bewohnbar. Der Mond ist das zweithellste Objekt an unserem Himmel. Aber gleichzeitig ist er unter den uns bekannten Himmelskörpern einer der am schwächsten beleuchtesten und am wenigsten reflektierenden Himmelskörper. Unser natürlicher Satellit erscheint nur deshalb so hell, weil er so nah an der Erde dran ist. Zum Vergleich, unser Planet sieht viel heller aus, wenn du ihn aus dem All betrachtest. Das liegt daran, dass Wolken, Eis und Schnee viel mehr Licht reflektieren als die meisten Gesteinsarten. Kennst du Triton? Das ist der Mond des Neptun. Seine gesamte Oberfläche ist mit mehreren Schichten Eis bedeckt. Würde dieser Satellit unseren heutigen Mond ersetzen, wäre der Nachthimmel 7-mal heller. Was gehört zu den kleinsten und gleichzeitig massivsten Objekten im Weltraum? Richtig, Neutronensterne. Sie haben normalerweise einen Durchmesser von etwa 20 Kilometern und sind um ein Vielfaches schwerer als die Sonne. Außerdem drehen sie sich etwa 600 Mal pro Sekunde, also viel schneller als ein durchschnittlicher Eiskunstläufer seine Pirouette dreht. Saturn ist der am wenigsten dichte Planet in unserem Sonnensystem. Er hat nur ein Achtel der durchschnittlichen Dichte der Erde. Aber der Planet ist wegen seines großen Volumens trotzdem 59 Mal massiver als die Erde. Ein flüchtiges Mondphänomen ist auch eines der rätselhaftesten, die auf dem Mond passieren. Ich spreche von diesen kurzlebigen Licht-, Farb- oder anderen Veränderungen auf der Mondoberfläche. Es scheinen zufällig auftretende Lichtblitze zu sein. In der Astronomie wird dieses Phänomen schon seit den 50er Jahren beobachtet. Daher wissen wir, dass diese Blitze zufällig auftreten, manchmal sogar mehrmals die Woche, aber danach tauchen sie für einige Monate gar nicht auf. Oft dauern sie nicht länger als ein paar Minuten, aber es gab auch schon Blitze, die stundenlang anhielten. Wir schreiben das Jahr 1969, ein Tag vor der Landung von Apollo 11 auf dem Mond. Einem der Astronauten fiel auf, dass ein Teil der Mondoberfläche stärker leuchtete als das umliegende Gebiet. Es wirkte so, als ob dieser Bereich eine Art Fluoreszenz hat. Leider konnte nicht geklärt werden, ob dieses Phänomen mit den mysteriösen Mondblitzen zusammenhängt. Wir gehen langsam im Müll unter. Damit meine ich nicht nur die Verschmutzung der Ozeane, Städte und Wälder der Erde, sondern den Weltraummüll. Das sind alle von Menschenhand geschaffenen Objekte, die bei Weltraummissionen im All zurückgelassen wurden und keinen Zweck erfüllen. Es gibt aber auch natürlichen Müll, den Meteoriten und andere kosmische Objekte verursacht haben. Derzeit umkreisen mehr als eine halbe Million Weltraummüllobjekte die Erde mit einer Geschwindigkeit, die hoch genug ist, um bei einem Zusammenstoß mit einem Raumschiff oder Satelliten katastrophalen Schaden anzurichten. Die NASA tut ihr Bestes, um jedes einzelne Objekt in der Planung ihrer Weltraummissionen zu berücksichtigen. Was ist das größte Weltraumobjekt, das du kennst? Richtig, es ist unsere Sonne. 99,86% der gesamten Masse im Sonnensystem ist die Masse der Sonne, was Wasserstoff und Helium sind, aus denen die Sonne besteht. Die verbleibenden 0,14% verteilen sich auf die Masse der 8 Planeten im Sonnensystem. Wusstest du, dass die Atmosphäre der Sonne viel heißer ist als ihre Oberfläche? Die Oberflächentemperatur erreicht rund 5500 Grad Celsius, aber die obere Atmosphäre ist heiß wie Millionen von Grad. Wenn jemand einen Tunnel direkt durch die Mitte der Erde zur anderen Seite graben würde und du abenteuerlustig genug wärst, da reinzuspringen, bräuchtest du nur 42 Minuten, um auf der anderen Seite der Erde rauszukommen. Während du fällst, wirst du immer schneller und erreichst die maximale Geschwindigkeit, wenn du den Erdkern erreichst. Nach der Hälfte der Strecke fällst du wieder langsamer. Und wenn du die gegenüberliegende Seite erreicht hast, ist deine Geschwindigkeit wieder bei Null. Jetzt musst du schnell sein, denn wenn du nicht schnell genug aus dem Loch kletterst,
fällst du sofort wieder zurück ins Loch und kommst auf der anderen Seite wieder raus. Dieses Spiel könntest du dank der Auswirkungen der Schwerkraft ewig spielen. Eigentlich eine lustige Idee für einen langweiligen Nachmittag, oder? Es könnten mehr Metalle, zum Beispiel Titan oder Eisen, in Mondkratern geben, als in der Astronomie bisher angenommen wurde. Das Hauptproblem bei dieser Erkenntnis ist der Widerspruch mit der Haupttheorie, wie der Mond entstanden ist. Diese Theorie besagt nämlich, dass der Mond durch die Kollision eines massiven Weltraumobjekts mit der Erde von ihr abgespalten wurde. Aber dann müsste die Erdkruste genauso viele Metalle und Eisenoxid enthalten wie der Mond, oder? Allerdings könnte der Mond auch aus einem Bereich der Erde stammen, der viel tiefer im Inneren liegt. Oder diese Metalle sind entstanden, als sich die geschmolzene Mondoberfläche langsam abkühlte. Vielleicht besteht der Mond aus grünem Käse, wie man vor Jahrhunderten glaubte. Die Erde könnte lila gewesen sein, bevor sie blau und grün wurde. In der Wissenschaft wurde eine Theorie über eine Substanz in alten Mikroben aufgestellt, die es schon gab, bevor sich das Chlorophyll gebildet hatte, was die Pflanzen grün färbt. Diese Substanz reflektierte das Sonnenlicht in roten und violetten Farben, die zusammen lila ergeben. Wenn das stimmt, könnte es auf der jungen Erde von seltsamen lilafarbenen Lebewesen nur so gewimmelt haben, bevor das ganze Grünzeug auftauchte. Der höchste Berg in unserem Sonnensystem ist nicht der Everest, sondern Olympus Mons, der sich auf dem Mars befindet. Er ist dreimal so hoch wie der Mount Everest, der übrigens der höchste Berg auf der Erde über dem Meeresspiegel ist. Wenn du auf Olympus Mons stehen würdest, würdest du gar nicht merken, dass du auf einem Berg stehst, weil seine Hänge durch die Krümmung des Planeten verdeckt wären. Die Astronomie hat ein riesiges Wasservorkommen im Weltraum entdeckt. Das größte, das bisher entdeckt wurde. Leider ist es auch das am weitesten entfernte. 12 Milliarden Lichtjahre, um genau zu sein. Diese Wasserdampfwolke enthält 140 Billionen Mal so viel Wasser wie unsere Weltmeere zusammen. Okay, und was fangen wir mit dieser Information an? Die Venus dreht sich in ihrem eigenen, gemächlichen Tempo. Eine volle Umdrehung dauert 243 Erdtage. Und der Planet braucht ungefähr 225 Erdtage, um die Sonne zu umrunden. Das heißt, ein Tag auf der Venus ist länger als ein Jahr auf der Erde. Im Inneren des Mondes gibt es nur wenig seismische Aktivität. Trotzdem ereignen sich kleinere Mondbeben. Sie treten durch die Anziehungskraft der Erde auf und meistens mehrere Kilometer unter der Oberfläche. Dann entstehen winzige Risse und Brüche in der Mondoberfläche, durch die Gase entweichen können. Hey, Gase können jedem doch mal entfleuchen. Ist doch nichts dabei. Der Mars ist der letzte der inneren Planeten, der auch als terrestrisch bezeichnet wird, weil er aus Gestein und Metallen besteht. Der rote Planet hat einen Kern, der hauptsächlich aus Eisen, Nickel und Schwefel besteht. Er ist zwischen 1400 und 1900 Kilometern groß. Der Kern bewegt sich nicht und deshalb gibt es auf dem Mars kein planetares Magnetfeld. Das schwache Magnetfeld, das er hat, beträgt nur 1/100 des Erdmagnetfeldes. Als die Planeten im Sonnensystem gerade anfingen, sich zu bilden, hatte die Erde die längste Zeit keinen Mond. Es dauerte 100 Millionen Jahre, bis die Erde ihren natürlichen Satelliten bekam. Es gibt mehrere Theorien, wie der Mond entstanden ist, aber die gängigste ist die Spaltungstheorie, von der ich schon kurz erzählt hatte. Aber es war keine Kernspaltung, durch die der Mond aufgegangen ist. Wie schon gesagt, die Spaltungstheorie geht davon aus, dass der Mond aus der Erde gebrochen wurde, als ein Objekt die Erde gerammt hatte. Die Schwerkraft zog die herausgebrochenen Teile zusammen und so entstand der Mond, der schließlich seinen Platz auf der Ekliptikebene der Erde einnahm. Das ist die Kreisbahn des Mondes. Damit ist der grüne Käse vom Tisch, oder? Kennst du das größte Lebewesen auf der Erde? Es ist ein Pilz in Oregon. Ja wirklich, dieser riesige Honigpilz lebt im Mellor National Forest und bedeckt eine Fläche von 9,6 Quadratkilometern. Er könnte bis zu 8.500 Jahre alt sein. Er ist aber nicht so offensichtlich, denn der größte Teil liegt in der Erde verborgen. Wenn sich die Wurzeln einzelner Honigpilze treffen, verwachsen sie zu einem Pilz, was erklärt, warum dieser Pilz so groß geworden ist. Wenn du das ganze Pilzzeug in einem großen Ball stecken könntest, würde er bis zu 35.000 Tonnen wiegen. Das ist ungefähr so schwer wie 200 Grauwale. Hey, das ist ein Wal von einem Pilz.
Der größte Asteroid im Sonnensystem heißt Vesta und ist so groß, dass manche ihn als Zwergplanet bezeichnen. Für eine Reise zum nächstgelegenen Stern neben der Sonne würdest du in einem Linienflugzeug 5 Millionen Jahre brauchen. Das nenne ich mal einen Langstreckenflug. Welche Farbe hat der Weltraum? Schwarz, sagst du? Aber es gibt doch überall Sterne. Die müssten den Weltraum doch beleuchten, oder? Naja, die wichtigste Erklärung dazu ist, dass wir Sterne nicht überall sehen können, weil einige von ihnen noch nicht so lange existieren, damit ihr Licht die Erde erreicht. Ein Tag auf Uranus dauert nur 17 Stunden, 14 Minuten und 24 Sekunden. Und weil der Planet eine Neigung von etwa 98 Grad hat, dauert eine Saison auf dem Gasriesen 21 Erdenjahre. In der Wissenschaft glaubt man, dass unser Planet früher einen zweiten Satelliten hatte. Den Forschungen zufolge umkreiste ein kleinerer Himmelskörper, etwa 1200 Kilometer breit, die Erde wie ein zweiter Mond. Wahrscheinlich ist er später mit unserem Hauptsatelliten zusammengestoßen, was eine Erklärung sein könnte, warum die beiden Seiten des Mondes so unterschiedlich aussehen. Die eine Seite ist so zerkratzt und rau, aber vielleicht liegt es doch am grünen Käse.